Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 36 von Astronia. Ja, so wie ihr seht, ich bin jetzt hier aus der Tiefe des Asteroiden hoch und habe dann hier unterwegs irgendwann, Gemisch gefunden und da werden wir uns jetzt ganz gut dran wohltun und dann, wenn wir da genug von haben, dann überlege ich, ob ich hochfahre, noch entlade, aber so viel ist da gar nicht zu entladen, also können wir auch gleich hier wieder runterfahren. Müssen wir dann mal gucken, wie wir weiterkommen. Ne? Nach dem Intro sieht er das dann. Bis gleich. So, wie ihr seht, ich habe ganz viel Zeug abgebaut und bin jetzt auf dem Weg nach oben. Bin fürchterlich hier am Fahren. Aber wir sind, glaube ich, gleich draußen. Also, ich habe schon fast gar nicht mehr gedacht, dass das noch geht. Aber jetzt sind wir, glaube ich, an der Oberfläche endlich. Das hat ewig jetzt gedauert. Oh, stopp, da war noch ein. Den nehmen wir jetzt noch mit. Komm, los. Zack, aussteigen. Und einsteigen. Oh oh. Nicht da reinfallen, weil das ist echt doof, da reinzufallen. Komme ich raus? Umdrehen. Aber umdrehen war doof. Ja, ich glaube, das schaffen wir jetzt hier nicht raus, oder? Ich liebe es. Na, jetzt ist er abgestiegen. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie hier wieder hinkriegen. Umdrehen, ja. Kriegen wir das jetzt raus? Ja, dann müssen wir aber gleich heile machen, den Weg dahin. Ich glaube, hier können wir auch rausfahren. Also das ist ein bisschen scheppig hier zu fahren. Okay. Wir haben keine Energie mehr. Oh oh. Gleich in so ein Loch reingefallen. Na super. Jetzt sind wir hier bei unserem Labor. Okay, erstmal an die Pipeline hier dran kommen, damit wir ein bisschen Sauerstoff wieder kriegen und Strom. Und dann müssen wir unser Fahrzeug jetzt mit Biomasse versorgen. Haben wir natürlich jetzt nichts hier. Okay, der ist abgefallen. Den kriegen wir gerade an unser Auto. Okay, wir brauchen Sauerstoff, sagt er. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Wenn wir hier das ein bisschen besser gebaut haben. So, jetzt können wir weiter vorfahren und kommen dann zur Basis wieder hin. Kommen wir da hoch? Ne. Ne. Okay, das bedeutet, wir müssen da irgendwie so eine Rampe machen, dass wir da mal hochfahren können. Aber ist jetzt erstmal nicht so ganz so entscheidend. Wir sind erstmal hier, steigen hier erstmal aus und schauen, was wir tun können. Ja, lass uns mal hier reingucken, ey.
Silbergürtel scannt. Achso, haben wir schon, okay. Nee, haben wir nicht. Da fehlt der Haken. Hier den Entsperre und drucke einen Packer. Das müssen wir auf jeden Fall machen, damit wir die Gegenstände mitkriegen, ne? Und das hier, das kannst du erstmal wieder ausmachen. Das will ich nicht. Haben wir irgendwas fertig? Ich glaube nicht. Wir haben keinen Wolfram gefunden oder so. Und wir brauchen dieses Bonusteil, was man uns gesagt hat. Hier, da ist es. QTRTG1. Sauerstofffang freischalten, schalte Energiezelle frei, schalte Leuchtstäbe frei, schalte Dynamit frei. Oh oh. Das ist ordentlich, aber das können wir jetzt mal gerade hier dran machen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo wir das sehen, aber. Ach, guck mal. Wir haben ja ohne Ende gemischt. Da haben wir Sorgen gehabt, dass wir das nicht kriegen, ne? So, das bedeutet aber, hier sind Forschungsproben auf jeden Fall, ne, oder? Ne, Samen, aber vielleicht können wir die auch erforschen. Ich denke, die können auch erforschen, oder? Ne, kann man nicht erforschen. Haben wir wahrscheinlich schon gemacht, ne? Haben wir noch irgendwas zum Forschen? Das ist die Frage, ne? Das funktioniert da nicht. Haben wir hier irgendwo eine Forschungsgeschichte? Das ist auch ein Samen, oder? Ne, das ist eine Forschungsprobe. Okay, dann kann die da schon mal rein. So, haben wir noch eine Forschungsprobe irgendwo? Hier haben wir wahrscheinlich einen Haufen Erde. Den können wir erstmal in den Dingens da hinten reinstopfen. Hier haben wir noch so ein Teil drin, ja. Lass uns mal schauen, was wir da rausholen können. Harz, organische Ressource, Lehm, Quarz, Graphit. Das machen wir jetzt, weil das unsere Farbe. Oh, ich glaube, ich bin gerade im falschen Film, fällt mir gerade ein. Braucht man gar nicht. Weil, ja, Graphit brauchen wir woanders, damit wir schwarze Farbe kriegen. Hier brauchen wir gar kein Graphit. Das war jetzt nicht so der Bringer, ne? Okay, das heißt, du kannst ja doch da so lassen, aber ach, der hat keinen Strom. Okay. Ist angeschlossen, aber hat keinen Strom. Das heißt, Generator ist ein Problem. Der würde gerne, wenn er könnte, ne? Aber er kann nicht. Hier haben wir zum Beispiel erstmal was zum Ablegen. Einen Platz frei. Ist das hier unten? Feuerwerk brauche ich jetzt nicht. Wäre auch schön gewesen, wenn es noch eine Forschungsgeschichte gewesen wäre. Aber ich glaube, forschen ist gerade auch nicht, ne? Was brauchen wir hier? Harz. Ich habe aber kein Harz wahrscheinlich da. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Und hier ist das für einen Arm. Hier kommt eine Forschungsprobe rein, die wir aber gar nicht jetzt gerade hier haben. Ist hier noch irgendwo eine Forschungsprobe? Da kann man ziemlich tief rein. Da hinten wäre einer. Lauf mal schnell dahin und hol die mal gerade. Haben wir hier in der Nähe noch was? Sieht nicht so aus gerade, oder? Doch, da. Gut, die ist ein bisschen größer, aber die nehmen wir erstmal mit. Wo ist das Teil zum Reinbauen? Ja, wir sind schon an der Röhre. Da hinten muss es hin. Sehr gut. So, das forscht aber noch nicht, weil wir definitiv erstmal noch generatortechnisch brauchen was.
Haben wir Biomasse, ja. Lass uns mal hier hinten noch ein bisschen Biomasse mehr holen gerade. Okay. Ach so, wir haben keinen Platz mehr. Da liegt auch schon einer. Und da liegt auch schon einer. Krass. Ja, Sauerstoff ist auch eine Frage. Dann laufen wir mal schnell zum Sauerstoff. Wo ist jetzt hier der Generator? Da. So, jetzt geht's auch voran mit dem Forschen, ne? Hier sind noch zwei Dinger. Und da ist noch einer, der kann auch erst dahin. So, dann können wir die Forschung voranbringen. Wo wir den ganzen Zeug hin tun, weiß ich jetzt auch noch nicht, ne? Lass uns mal gerade reingucken, was wir hier brauchten. Sauerstofffilter, nee. Boostmodus, Bohreranpassung, Dynamit. Was haben wir denn da? 3500 kostet. Oh, so viel. Haben wir schon erforscht oder was? Nee. Ach so, 3750 und wir haben erst 3612. Alles klar. Feuerwerk? Nee. Feststoffsprungbooster, Hydrazin Jetpack und Hoverboard. Dynamit müssen wir noch erforschen. Achso, blau, warte mal. Mittelgroßer Drucker haben wir. Grau können wir erforschen. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, was war. Energiesensor, Tastenwiederholer, Stromverlängerung. Näherungsindikator. Verzögerungswiederholer. Zahlwiederholer, okay. Energiesensor, Lagersensor, aber. Ich glaube, wir müssen mal gucken hier. Sauerstofftank freischalten, schalte Energiezellen frei, schalte Leuchtstäbe frei, schalte Dynamit frei. Umzugspacker. Entsperre und drucke einen Packer. Gegenstand mittlerer Schredder. Aha, mittlerer Schredder gibt es auch dazu. Entsperre und drucke einen Packer. Nee, das war falsch, das ist auch falsch. Kann ich den Packer schon machen? Habe ich den jetzt hier irgendwo schon drin? Warte, ich denke mal, ist das einfach? Ah, da ist der Packer. Den muss ich erstmal entsperren. So, den habe ich jetzt entsperrt. Und ich glaube, den kann ich bei mir im Rucksack machen, oder? Stromverlängerung, Boostpasser, Breiteanpassung, Hämmer. Da ist er. Da brauchen wir was für Graphit. Haben wir das jetzt hier gerade in der Nähe? Da, ne, oder? Produzieren wir den mal gerade, damit wir die Aufgabe erledigt haben, ne? Da ist der Packer. Ne, da kann man den nicht reinpacken. Kleiner Drucker, ne. Verbindung, die machen wir als erstes, die brauchen wir nämlich nochmal. So, die haben wir schon. So, den. Aber ich habe das Fahrzeug nicht hier in der Nähe, ne? Aber ist jetzt egal, wir gehen erstmal hier hin und lösen das hier ein im Umzugpacker. Mittlerer Schredder kriegen wir dafür.
Sauerstoffschredder, Schrotthandel, produziere Schrott, nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Okay. Oh nee, das können wir ruhig anlassen. Ah, jetzt ist aus, oder was? Jetzt ist das an. Okay, nee, den wollte ich über Gehäuse, das krieg ich. Nein, das mal weg. Reden wir über Wolfram, Augen auf Lithium, erfüllt den Speicher, erweitert Entdecker-Kit, Schreddern. Das war das, was ich machen wollte. Weil das brauchen wir wohl. Da ist der Schredder und den können wir dann mal auspacken irgendwo. Kann man da drauf machen? Ja, sehr gut. Und dann packen wir den noch mal aus, oder? So, wandelt schredderbare Gegenstände in Schrott um, der über Handelsplattformen gegen Ressourcen gehandelt werden kann. So, jetzt müssen wir gucken. Das ist der Rover. Kann ich sowas schreddern? Wohl nicht. Nee, da drauf war schon ganz cool, glaube ich. Warte mal, Rucksack auf, da war noch eine Forschungsprobe dran, die kann hier drauf. Hämmer, brauchen wir jetzt Hämmer. Ach so, dafür war der gut. Alles klar, den Hämmer muss ich dann mal anschließen an mein Werkzeug, ne? So, jetzt sind wir hier mit dem vollen Wagen, den muss ich noch entladen. Und wir haben jetzt ein bisschen was mehr geschafft. Wir gehen mal gerade hier zur Forschungsgeschichte hier und ja. Der ist ja voll doof hier drin, ne? Den können wir jetzt nicht bewegen, ne? Eine verlassene Einrichtung, in der einst die biologische Proben auch bewahrt untersucht wurden. Zum Teil noch funktionsfähig. Wenn ich jetzt hier mal gerade das checke, ne? Schwebt die dann oder bewegt die sich nachher? Nö, die schwebt dann, ne? Schrott. Kann ich den in meinen Rucksack packen? Ne, kann ich nicht. Schade. Aber der wäre für einen Schredder was, oder? Geht das in Schredder? Weiß ich gar nicht. Ne, das ist ja Sch doch Schutt. Schutt wird zu Schrott, oder? Was kann ich denn mit dem da? Wandelt schredderbare Gegenstände? Den muss ich doch hier reinpacken können, oder? Oder geht das nur von der anderen Seite? Ach, warte mal, hier ist gar kein Strom dran, kann das sein? Das ist unser Problem wahrscheinlich, weil da kein Strom dran ist, geht das nicht. Ah, jetzt ist er offen. Jetzt schreddert er auch. Okay, was machen wir weiter? Weiß ich noch nicht. Okay, aktuell produzierter Schrott. Da kann ich nichts machen und das ist alles gut. So, der Packer, der soll auf dem Wagen auf jeden Fall. Das kann erstmal hier irgendwo zwischengelagert werden. Das kann man nicht schreddern, ne? Ne, sonst wäre es da oben eingeklinkt, glaube ich. Okay, dann haben wir das schon geregelt. Hier wird noch geforscht. Das passt auch noch. Wie viele Forschungspunkte haben wir denn? Reichlich wahrscheinlich. Lass nochmal schnell hier reingucken. Schredder, Schrott. Produziere Schrott. Aber ich nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Okay, das können wir noch nicht machen. Weil wir noch die Handelsplattform nicht haben, wahrscheinlich. Lass mal gerade hier checken. Wir hatten doch eben diese Aufgabe. Diese hier, die will ich mir noch mal nach oben holen. Sauerstofftank freischalten muss ich. Das will ich jetzt erstmal wissen, wo der ist.
Verpacker haben wir da. Ein Ebnungsblock. Da ist der Sauerstofftank. Den kann ich mit 2000 freischalten. So. Ne, das war nicht, sondern jetzt muss ich hier hin und da kann ich sehen, den muss ich nur freischalten. Schalte Energiezellen frei, Leuchtstäbe frei und Dynamit frei. Okay. Was ist das jetzt? Tragbarer Sauerstoffmacher. Leuchtstäbe, das ist Leuchtfeuer. Energiezellen soll ich auch freischalten. 1080, ich habe 800, dann passt das. Schalte Leuchtstäbe und Dynamit dann noch frei. Aber hier sind jetzt gerade keine Leuchtstäbe, ne? Bohranpassung, Dynamit, Feuerwerk. Okay, Dynamit wäre 3750, die habe ich schon nicht mehr. Wo sind die Leuchtstäbe, bitteschön? Leuchtstäbe soll ich freischalten. Ein Ebnungsblock, da ist nichts. Da ist auch nichts. Ach, da sind Leuchtstäbe. Kosten 350. Na, die habe ich noch nicht. 303, 304. Okay, das dauert noch einen Moment. Aber wir machen erstmal einen Cut, denke ich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.